Es gibt Räume und Orte, deren Bekanntschaft möchte man nicht allzu gerne machen. Aber genau in einem solchen stehe ich jetzt, nämlich im Gefängnis hier im Audi Sportpark mit Mittelfeldspieler Markus Karl. Hallo Markus. Servus, Mike. Markus, Hand aufs Herz, wie beklemmend ist das, so hinter Gittern zu sein? Also es ist ein absolut komisches Gefühl hier. Wie vor 3 Tagen wusste ich noch gar nicht, dass es ein Gefängnis gibt hier bei uns im Stadion. Und muss aber anscheinend Standard sein. Aber es ist alles ziemlich eng und irgendwie so ganz unangenehm. Und ich denke, hier kommen wirklich nur die ganz bösen Jungs hin. Markus, beklemmend, könnt ihr mir auch vorstellen, war deine sportliche Situation bis vor einem Dreivierteljahr, als du sogar in die U23 Bayernliga-Mannschaft geschickt wurdest, hast du dort auch ein paar Spiele machen müssen. Ja, also vom Grundsatz her erstmal war natürlich unheimlich schwierig. Auch trotz des Aufstiegs war es dann ein ganz schwieriges persönliches sportliches Jahr für mich. Aber ich war dann bei den Amateuren und habe dann, die sind gute Jungs, super Jungs, hat mir auch sehr weitergeholfen und konnte mich da auch trotzdem an mir selber arbeiten und mich wieder für oben empfehlen. Und dann habe ich einfach nur gewartet und weitergearbeitet, bis meine Chance kam und habe dann hoffentlich die jetzt auch genutzt. Markus, du bist in Vilsbiburg geboren, das liegt bei Landshut in Niederbayern. Vilsbiburg kennt man aber eigentlich nur vom Volleyball. Ja, Vilsbiburg hat große Volleyball-Tradition, gerade bei den Mädels. Die sind da vor 2, 3 Jahren Deutsche Meister geworden und spielen da immer Champions League und so. Und war aber nie wirklich ein Thema für mich, dass ich mal mich entscheiden müsste zwischen Fußball und Volleyball. Also ich war immer im Fußball und habe früher auch mit meinem Bruder zusammen Fußball gespielt. Mein Vater hat uns da trainiert und da ging es daheim immer ganz gut ab. Und mein Bruder hat aber dann mit 14 umgeschwenkt aufs Volleyball. Und der ist auch ein Stück größer wie ich, mit 1,96 m und ist jetzt mittlerweile sogar spielt in der ersten Bundesliga in Berlin bei Königs Wusterhausen. Gibt es dann auch noch Kontakt zwischen den beiden Leistungssportlern? Ja, klar, wir haben super Kontakt, wir haben ein super enges Verhältnis, wir telefonieren täglich. Und wenn es die Zeit mal zulässt und die Spiele von ihm übertragen werden, dann gucke ich mir das auch im Internet mehr an. Und er verfolgt natürlich meine Spiele auch, weil er hat schon nur ein großes Herz am Fußball. Apropos Berlin, das passt ja heute wunderbar. Die Hertha ist zu Gast hier im Audi Sportpark. Ihr zuletzt mit 3 Siegen hintereinander. Die Aufholjagd, sie geht weiter, Markus. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir sehen es auch absolut als Aufholjagd, weil wenn man die sportliche Situation zum Winter sieht, dann war natürlich nicht rosig. Ja. Sind wir auch selber schuld, haben uns selber reinmanövriert. Aber mittlerweile, denke ich, haben wir einen vernünftigen Weg zusammen mit den Fans auch gefunden, um uns da wieder ordentlich aus der Affäre zu ziehen. Ja. Du hast die Fans angesprochen, gerade wichtig hier im heimischen Sportpark natürlich die Unterstützung. Wie sehr kriegt man das auf dem Spielfeld selber dann als Spieler mit? Also extrem jetzt in den letzten Wochen, gerade gegen Aachen und Bielefeld auch, da hat man schon gemerkt, dass da große Unterstützung von den Rängen kommt. Und es ist natürlich auch wichtig, dass da nicht sofort Pfiffe kommen, sondern dass da auch mal hinter der Mannschaft gestanden wird. Und dann denke ich, kann die Mannschaft das auch mit Leistung zurückzahlen. Dankeschön, Markus Karl. Noch viel Erfolg für den Rest der Saison, für die Danke, danke. Aufholjagd. Wir freuen uns, dass wir raus können aus dem Gefängnis. Immer sauber bleiben und damit zurück ins Stadion.